Ihre katholische Akademie. Gott verschwindet und will das auch. Das ist die Überschrift, die Klammer über unseren zweiten Tag. Und die verschärft für Menschen, die mit Gott leben, den Befund vielleicht noch mehr, weil es jetzt sozusagen, wie Volker Resing das gestern häufig eingeklagt hat, jetzt in allerstärkster Weise um uns selber geht, um unsere Gottesbeziehung selber, sogar um die Reaktionen und Impulse in Gott selber. Worauf wir jetzt zu sprechen kommen wollen, ist die Frage, ob sich nicht unsere Gegenwart genau so gerade auflädt, dass wir sagen müssen, wir leben selber gerade eventuell in so einer Umbruchzeit, dass Gott die Beziehung zu seinen Leuten verändern will und sozusagen uns abfordert, ihn auf neue Weise suchen zu sollen, suchen zu wollen. Die großen Mystiker, große Mystiken des 20. Jahrhunderts deuten darauf hin, ich will es mal ganz vorsichtig sagen, seismografisch darauf hin, weil es große Mystiker, große Gestalten des 20. Jahrhunderts gibt, in denen eben diese Abwesenheit Gottes, die Verlassenheit Gottes von Gott und auch die Verlassenheit seiner Heiligen von Gott den Kern der Spiritualitäten bildet. Hierin wird uns jetzt ein Fachmann einführen, der sich wirklich darauf spezialisiert hat, aus der evangelischen Theologie genau solchen Fragen nachzuspüren. Er wird uns über diese spirituelle Herausforderung, wie sie etwa bei Madeleine de Brel, Mutter Teresa, Chiara Lubich, Dietrich Bonhoeffer und anderen erkennbar ist, wird er uns berichten. Die Rede ist von Professor Stefan Tobler, der uns jetzt, wie Herr Arnold das eben auch schon sagte, nach Rumänien mitnimmt. Er lebt und forscht in Rumänien, in Hermannstadt. Er ist dort Professor für systematische Theologie am Institut für ökumenische Forschung. Dort leitet er das Institut als Direktor. Er ist aus St. Gallen, geboren in St. Gallen, hat in der Schweiz und in Italien evangelische Theologie studiert. Er habilitierte sich 2001 im Fach Systematische Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät Tübingen, und zwar über die Mystik Chiara Lubichs. Stefan Tobler ist selbst engagiertes Mitglied in der Fokularbewegung. Stefan Tobler, wir bedanken uns sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, uns in dieses sehr sensible und uns auch sicher sehr herausfordernde Thema einzuführen, und ich freue mich auf Ihren Vortrag. Herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf, und ich freue mich dann besonders auch über das Gespräch, das folgen wird. Ich teile jetzt meinen Bildschirm. So. Eine Welt ohne Gott. Die Dramatik dieses Gedankens kam gestern im Besonderen durch die kurzen, eindringlichen Filmbeiträge zum Ausdruck. Mit Literatur will ich darum auch einsteigen. Vor mehr als 200 Jahren verfasste der deutsche Schriftsteller Jean-Paul einen kurzen Text mit dem Titel »Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, das kein Gott sei«. Sein Stil ist der einer Horrorgeschichte, und das erzählende Material entstammt den Sagen von Teufelsmessen auf Friedhöfen. Jean-Paul lebt in einer Zeit der späten Aufklärung, in der akademisch distanziert die Fragen nach der Existenz und dem Wesen Gottes erläutert und oft als nicht mehr relevant vom Tisch gewischt wurden. Wobei solche Denker, wie Jean-Paul es in der Einleitung seines Textes ausdrückt, das Dasein Gottes so kaltblütig und kaltherzig erwägen, als ob vom Dasein des Kraken und Einhorns die Rede wäre. Dagegen will Jean-Paul aufrütteln, mit dem Höchstmaß an dichterischer Energie. Er beschreibt einen Gottesacker mit allen Elementen des Grusels: Nebel, Schatten, schaurige Töne, Tote, die sich um einen Altar versammeln. Auf dem Zifferblatt der Ewigkeit ist statt der Zeit nur ein schwarzer Finger zu sehen. Dann erscheint Christus. Jetzo sank eine hohe, edle Gestalt mit einem unvergänglichen Schmerz aus der Höhe auf den Altar hernieder, und alle Toten riefen:
Christus ist kein Gott? Er antwortete, es ist keiner. Dann erzählt dieser Christus, wie er durch die alle Wüsten des Himmels geirrt sei und alles nur leer gefunden habe. Es erscheinen dann gestorbene Kinder vor dem Altar und fragen, Jesus, haben wir keinen Vater? Und er antwortete mit strömenden Tränen, wir sind alle Waisen, ich und ihr, wir sind ohne Vater. Das Weltall, aus dem Christus kommt, ist nur starres, stummes Nichts, ewige Notwendigkeit oder wahnsinniger Zufall. Solche Ausdrücke sind an sich nichts Neues. Das Unerhörte bei Jean-Paul hingegen ist die Zuspitzung, dass es der tote Christus selbst ist, der von Gottes Nicht-Existenz erschüttert wird. Zum Friedhof kommt er nicht als Auferstandener, sondern als ebenso Toter wie alle Gerippe, die aus den Gräbern aufsteigen. Alle, inklusive Christus, sind nur erbärmliche Schatten, wenn man Gott wegdenkt. Jean-Paul will aufrütteln, nicht zuletzt sich selbst. Damit sind wir mitten in unserem Thema. Das 20. Jahrhundert war ja wahrhaftig nicht frei von Erschütterungen, auch gerade für glaubende Menschen. In meinem Vortrag geht es nicht um allgemeine Entwicklungen, wie sie gestern zur Sprache kamen. Meine Frage ist, welches ist der Widerklang dieser Welt in Menschen, die einen geistlichen Weg gewählt haben und ihr ganzes Leben vom Glauben aus verstehen und gestalten wollen? Im Einklang mit den Organisatoren der Tagung habe ich mich für drei Frauen des 20. Jahrhunderts entschieden. Ihnen gemeinsam ist, dass es nicht nur um herausragende Zeuginnen des Glaubens geht, sondern dass alle drei auch eine Gemeinschaft gestiftet und geprägt haben. Madeleine Delbrel, Mutter Teresa von Kalkutta, Chiara Lubich. Bei allen Gemeinsamkeiten stehen sie für je unterschiedliche Erfahrungen, wie sich die genannten Erschütterungen in ihrem geistlichen Weg widerspiegeln. Ich habe es auf drei Begriffe gebracht. Die Welt ohne Gott um uns herum, die Welt ohne Gott in uns selbst, die Welt ohne Gott in Gott. Madeleine Delbrel wusste, was es bedeutet, radikal von Gott Abschied genommen zu haben. Nach einer katholisch geprägten Kindheit distanzierte sie sich als Jugendliche radikal von aller Religion. Zeuge dafür ist ein eindringlicher kurzer Text, den sie 17-jährig schrieb und ihm den Titel gab, Gott ist tot, es lebe der Tod. Angesichts dessen, dass alles Leben auf den Tod hinführt, wird nicht nur der Glaube hinfällig und überflüssig, sondern auch aller Idealismus. Atheismus ist für Delbrel hier radikal zu Ende gedachter Nihilismus. Die Gottesfrage ließ sie, die ehrlich Fragende und Suchende, allerdings nicht los. Nicht zuletzt, als ihr Freund sie verließ und sich für ein Leben im Kloster entschied. Auch Madeleine ließ es zu, sich von Gott finden zu lassen, wie sie es selber ausdrückt. Eine Bekehrung der 20-Jährigen, die für sie deshalb so stark leuchtete, weil sie davor so bewusst vor dem Dunkel und dem Tod gestanden hatte. Sie fand sich wie geblendet wieder, wie sie es 1964 in ihrem letzten Lebensjahr schreibt. Bekehrung ist ein entscheidender Augenblick, der uns abkehrt von dem, was wir über unser Leben wissen, damit wir Auge in Auge mit Gott von Gott erfahren, was er davon hält und daraus machen will. In diesem Augenblick wird Gott für uns zum Allerwichtigsten. Wichtiger als jedes andere Ding, wichtiger als jedes Leben selbst und vor allem das unsrige.
Aber wenn diese Begegnung, das blendende Hingerissensein unseres ganzen Ich zu Gott ist, dann muss sie, um völlig wahr zu sein, doch auch völlig dunkel sein. Den lebendigen Glauben haben heißt, von ihm geblendet sein, um von ihm gelenkt zu werden. Und es wird uns schwer, uns ihm, den man das schwarze Licht genannt hat, anzuvertrauen. Vom schwarzen Licht zu reden bedeutet für Madeleine, dass das Leben im Glauben keine anderen Sicherheiten kennt als nur diese Gegenwart Gottes. Gott selber bleibt ein Geheimnis und ist doch eine Person, die man lieben kann. Er ruft hinein in ein Leben voll intensiver Aktivität. Er kann nicht hinter Kirchenmauern verborgen bleiben. Er will die Menschen erreichen, die fern von ihm leben und nichts von ihm wissen. Madeleine hört diesen Ruf und so bildet sich eine erste Gemeinschaft in Ivry, einem katholischen Vorort von Paris. Ihr Leben soll eine Antwort auf eine doppelte Not sein. Es ist die soziale Not von Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, und Madeleine engagiert sich in unzähligen, auch politischen Aktionen dafür, für Rechte der Ausgestoßenen, der Armen. Es ist aber auch die seelische Not der Menschen, die von Gott nichts wissen und ihm begegnen sollen, mitten im Alltag. Die Straße ist ihr Kloster. Wir anderen, schreibt sie, wir Leute von der Straße, glauben aus aller Kraft, dass diese Straße, dass diese Welt, auf die Gott uns gesetzt hat, für uns der Ort unserer Heiligkeit ist. Jede noch so einfache Handlung wird dir zum Gebet, sodass es keine Unterscheidung mehr gibt zwischen Gebet und Aktion. Es ist Präsenz der Kirche mitten in der Welt. Mit den Kommunisten arbeitet sie zusammen, wenn es um die Linderung der Not geht. Sie grenzt sich aber ebenso deutlich von ihnen ab, was deren Ideologie betrifft. In einem Vortrag 1960 beschreibt sie drastisch, dass die Abwendung ganzer Völker und Schichten von Gott nur als Finsternis beschrieben werden könne. Ihr eigenes Dasein beschreibt sie als ein Sein zwischen zwei Abgründen. Dieses Leiden des Herrn, schreibt sie, wird uns klar machen, dass unser christliches Leben ein Schreiten zwischen zwei Abgründen ist. Der eine ist der ermessliche Abgrund des Verworfenseins Gottes durch die Welt. Der andere ist der unauslotbare Abgrund der Mysterien Gottes. Wir erfahren, dass wir auf der Mittelkante wandern, wo die Ränder dieser beiden Abgründe aufeinanderstoßen. Wir verstehen so, auf welche Weise wir Mittler sind und weshalb wir es sind. Auf diesem Hintergrund wird ein zentrales Stichwort der Spiritualität Madeleines verständlich: Einsamkeit. Der Einsiedler suchte einst Gottes Gegenwart in der Wüste, der Abwendung von der Welt. Madeleine aber mitten in der Stadt mit ihrem Lärm, ihrer Not und ihrer Sünde. Uns Leuten von der Straße, sagt sie, scheint Einsamkeit nicht die Abwesenheit der Welt, sondern die Gegenwart Gottes zu sein. Dass wir überall ihm begegnen, macht unsere Einsamkeit aus. Die Straße mit ihrem praktischen oder auch ideologischen Atheismus ist dem wahren Glauben deshalb zuträglich, weil er ihn herausfordert und reinigt. Er ist aber auch immer angefochten, denn es scheint sehr wohl ohne Gott zu gehen, und Gott scheint von nichts und von niemandem vermisst zu werden. Gott wird schon gar nicht mehr vermisst. Das galt für die kommunistische Umgebung Madeleines.
Und das kann für unsere Konsum- und Technikgesellschaft genauso gesagt werden. Was tut das an uns? Der Glaubende kann dies als Ort der Bewährung sehen. Was aber, wenn die Leere um uns herum sozusagen in uns hineinklappt, die Finsternis zum Zustand unseres eigenen Innern wird? Mit dieser Frage sind wir bei der zweiten großen Frauengestalt angelangt, Mutter Teresa von Kalkutta. Als im Jahr 2007 ein Buch mit Briefen von Mutter Teresa an ihre geistlichen Begleiter erschien, war dies je nach Perspektive eine Sensation, ein Schock, ein gewaltiges Fragezeichen. Die stets lächelnde Ikone der Liebe und Hingabe an die Ärmsten hatte die letzten fast 50 Jahre ihres Lebens in innerer Dunkelheit gelebt. Sie gab weiter, was sie selbst schon längst nicht mehr spürte. Nicht aus der Fülle, sondern aus der Leere teilte sie aus. Kurz nach der Gründung ihrer Gemeinschaft wächst in Teresa die Überzeugung, von Gott weggeworfen zu sein. Und sie vermischt sich mit dem Zweifel, ob dieser Gott denn überhaupt real ist. 1959 etwa schickt sie an ihren Beichtvater einen Text. Ich lese: Wenn ich versuche, meine Gedanken zum Himmel zu erheben, erlebe ich eine solch überzeugende Leere, dass diese Gedanken wie scharfe Messer zurückkehren und meine innerste Seele verletzen. Liebe, das Wort, es bringt nichts. Man erzählt mir, dass Gott mich liebt. Jedoch ist die Realität von Dunkelheit und Kälte und Leere so überwältigend, dass nichts meine Seele berührt. Wenn es einen Gott gibt, verzeih mir bitte. Und ein paar Monate später in Form eines Gebets an Jesus, wir haben das gestern im Film auch gehört, dieses Zitat: Wenn es keinen Gott gibt, kann es auch keine Seele geben. Wenn es keine Seele gibt, dann, Jesus, bist auch du nicht wahr. Der Himmel, welche Leere. Kein einziger Gedanke an den Himmel dringt in meinen Geist ein, denn dort ist keine Hoffnung. Glaube, Liebe, Hoffnung, alles ist dir abhanden gekommen. Was bleibt, ist die beständige, brennende Sehnsucht danach, die früher so starke Gemeinschaft mit Gott wieder erleben zu dürfen. Nicht gewollt von Gott, sagt sie, abgewiesen, leer. Kein Glaube, keine Liebe, kein Eifer. Die Seelen ziehen mich nicht mehr an. Der Himmel bedeutet nichts mehr. Für mich schaut er wie ein leerer Platz aus. Der Gedanke an ihn bedeutet mir nichts und gleichzeitig diese folternde Sehnsucht nach Gott. Was hielt Teresa all die vielen Jahre hindurch? Sicher war es der Gehorsam. Gehorsam zu dem Ja, die Treue zu dem Ja, das sie ausgesprochen hatte einst. Sie sagt einmal, das Einzige, was mich noch äußerlich aufrecht erhält, ist Gehorsam. Es war der Gehorsam gegenüber dem Privatgelübde, das sie 1942 mit Erlaubnis des Beichtvaters abgelegt hatte, nämlich Gott alles zu geben und ihm nichts zu verweigern. Und es war
der Gehorsam jener Stimme gegenüber, die sie danach gehört hatte und die sie zur Gründung ihres Werkes aufgerufen hatte. Die Hoffnung, dass ihre Sehnsucht je wieder gestillt würde, hatte sie aber irgendwann nicht mehr. Sie lernte mit der Dunkelheit zu leben, ja, ansatzweise als Bestandteil ihres Rufes zu lieben. Eher zwischen den Zeilen kommt noch ein weiteres dazu, die Gemeinschaft mit den Schwestern, über deren Wachstum und Hingabe sie sich freute und die ihr auf einer menschlichen Ebene zumindest doch auch ein Trost waren. Ging es hier um jene dunkle Nacht, die manche Mystiker als Teil des Glaubensweges beschreiben und die bei Mutter Teresa dann fast ein Leben lang gedauert hätte? Es liegt mir fern, darüber eine Aussage zu machen. Ein einziger Gedanke nur hat sich mir aufgedrängt, den ich wiedergeben möchte. Der Anfang des Weges von Mutter Teresa, weg vom Schutz des Klosters, in dem sie 10 Jahre schon gelebt hatte, weg von diesem Schutz hin zum Leben in Kalkutta, das war ihr Wunsch, nicht auf einer westlichen Insel zu leben, sondern mit den Indern eine Inderin zu sein und auch nicht mehr zu besitzen als sie. Arm sein mit den Armen. Sie wurde ernst genommen von dem, der sie rief. Dies vielleicht mehr, als sie sich selber vorstellen konnte. Nicht nur das konkrete Elend der Welt hat sie geteilt, sondern deren Gottferne, deren ungelöschte, brennende Sehnsucht bis in ihr eigenes Innerstes hinein. Wenn es eine Hölle gibt, dann müsste diese es sein. Die Welt ohne Gott war in ihr selbst. Lässt Gott uns darin allein? Bleibt nur der heroische Gehorsam, den wohl nur wenige aufbringen können? Oder hat die Welt ohne Gott vielleicht in Gott selber ihren Ort? Und können oder müssen wir neu buchstabieren lernen, wer Gott ist? Mit dieser Frage sind wir bei der dritten Glaubensgestalt angekommen, bei Chiara Lubich. Ganz am Anfang des geistlichen Weges von Chiara Lubich steht eine Begegnung, die ihr ganzes Leben prägen und tragen sollte. Es wurde zum Glutkern, aus dem heraus erst alles andere verständlich wird. Die weltweite Ausbreitung der Bewegung, der Fokularbewegung, das gesellschaftliche Engagement, der Dialog mit Menschen der unterschiedlichsten Glaubensrichtungen, die Betonung der Liebe und das Verständnis von Einheit. Symbolisches Datum für den Beginn der Bewegung ist der 7. Dezember 1943, als sich Chiara mit einem Gelübde Gott weihte. Keine 2 Monate später dann die Begegnung. Ein Ordensmann sagte ihr, eher beiläufig, dass der Höhepunkt von Jesu Leiden der Moment gewesen sei, als er ausrief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Für Chiara war dieses Wort wie ein Ruf. Wenn Gott uns dort am meisten gelitten hat, dann hat er uns dort am meisten geliebt. Dann ist das der Gott, dem ich mich geweiht habe. Auf seine Liebe will sie antworten und ihm folgen. So, wie er sich ihr zeigt. Ein reiches Leben später erscheint das letzte Buch aus ihrer Hand aus dem Jahr 2000, das den Titel trägt Der Schrei. Jesu Schrei der Gottverlassenheit drückt die Wehen aus,
unter denen der Menschheit die Möglichkeit der Neugeburt geschenkt wird. Es sind Gottes Wehen, aber wir haben an ihnen teil, wenn wir in Verbindung mit ihm leben. Gesù abbandonato, Jesus der Verlassene, das war der Name, so nannte ihn Chiara seit 1944 immer. In diesem Namen hört sie den Ruf der Welt in all ihrer Gottverlassenheit. Gott selbst, so ihre Überzeugung, hat all dies in Jesus auf sich genommen. Aber nicht nur als einmaligen Moment der Erlösung in der Vergangenheit, sondern als Wahrheit in und hinter der ganzen irdischen Wirklichkeit. Gottes Menschwerdung ist hier und jetzt. Gott lässt sich inmitten der Menschheit gerade da finden, wo sie am weitesten von ihm entfernt scheint, in Sünde und Leid. Die Antwort des Glaubens ist der konkrete Einsatz für jeden Nächsten, eine Antwort der Liebe auf Gottes verborgene Präsenz. Es war für Chiara aber nie nur Aktion, sondern immer ein Doppeltes. Einerseits ja, der Ruf in die Nachfolge und damit die Ermöglichung der Liebe und der Gottesbegegnung. Andererseits ein Schlüssel des Verstehens, der die Sicht auf Gott und auf die Welt grundlegend verändert. Der Name Jesus der Verlassene prägt Lebensvollzug und Denken. Der Lebensvollzug. Für Chiara und mit ihr die Vokalarbewegung ist er immer mit dem Stichwort der Einheit verbunden. Einheit als eschatologischer Zielpunkt der ganzen Schöpfung. Einheit auch als Möglichkeit der Gemeinschaft unter den Menschen inmitten aller denkbaren Verschiedenheit. Eine junge Frau aus dem vorkonziliären Trient kommt dazu, mit ihrer Spiritualität Menschen aus allen christlichen Denominationen zu erreichen und mehr noch Eingang zu finden in buddhistische Klöster in Thailand und unter schwarze Muslime in den USA und auch Menschen ohne religiöse Überzeugung einzubeziehen. Das ist nur in diesem Namen verständlich. Gesù abbandonato. Der Ruf ist der Ruf, der sie immer wieder über neue Grenzen hinausführte. Den Mut gab, dort hinauszugehen. 1948 schreibt sie in einem Brief an einen Ordensmann, schon 1948, also ganz am Anfang: Das Buch des Lichts, das Gott in meiner Seele schreibt, hat zwei Seiten. Eine leuchtende Seite von geheimnisvoller Liebe, Einheit. Eine leuchtende Seite von geheimnisvollem Leid, Jesus der Verlassene. Es sind die zwei Seiten derselben Medaille. Einheit ist die Gegenwart Gottes inmitten dieser Welt. Oft genug im Dunkel verborgen, aber nicht weniger wahr. Es geht nicht darum, Gott irgendwo hinzubringen, sondern ihn zu entdecken, unter dem Antlitz der Gottverlassenheit und in ihm die Wurzel und Quelle jener Liebe zu finden, die immer neue Brücken baut. Kleine Flammen österlichen Lebens. Die Medaille mit den zwei Seiten ist die Einheit von Karfreitag und Ostern. Sie ist die Möglichkeit des christlichen Lebens mitten in dieser Welt. Und dies verändert nun allerdings auch unser Denken, unsere Sicht auf alles. Rückblickend in einem Buch von 1984 beschrieb Chiara nach der Durchsicht von Briefen aus den ersten Jahren ihren Eindruck, dass diese Liebe zu Jesus dem Verlassenen wie ein Feuer in unser Herz eingetreten war und es mit seiner explosiven Kraft durchdrungen hatte. Ein Feuer, das alles verschlingt und nichts übrig lässt. Wie eine göttliche Leidenschaft, die Herz, Vernunft und alle Kräfte mitreißt und einbezieht,
wie ein Blitz, der erleuchtet. Wir sahen, wir verstanden, es waren Ströme von Licht. Diese Ströme von Licht bündelten sich im Leben von Chiara in der Phase einer besonderen mystischen Erfahrung in den Jahren 1949 und 1950, bekannt geworden unter dem Namen Paradies 49. Sie sprach selbst von intellektuellen Visionen, die ihr Verständnis von Gott und dessen Beziehung zur Schöpfung betrafen, aber besonders auch das Heilswerk, von dem auch in jenen Texten immer unter dem Namen Jesus der Verlassene die Rede ist. Dieser Name nun steht nicht nur für Gottes erlösendes und heilendes Wirken, sondern für das Wesen Gottes selbst. Jesus der Verlassene und mit ihm die ganze Welt, die er in sich trägt, ist in Gott selbst aufgehoben, ja, ist das eine Wort Gottes, das Verbum, der Logos. Als solches ist er der innerste Kern der Trinität. Er ist, wie Chiara es dort nennt, il nulla tutto dell'amore, das Nichts, alles der Liebe, das zugleich von nichts und alles. Und gibt damit zu verstehen, was Liebe überhaupt ist. Dann, wenn sie sich verschenkt, nichts, ist sie ganz bei sich, alles. Gesù abbandonato ist also beides, das Innerste Gottes und das Äußerste der Welt. Aus dieser Prägung heraus hat Chiara ihr Leben lang gelebt. In einem der dichtesten Texte jener Zeit von 1949 drückt sie es so aus. Ich habe nur einen Bräutigam auf Erden, Jesus den Verlassenen. Ich habe keinen Gott außer ihm. In ihm ist das ganze Paradies mit der Dreifaltigkeit und die ganze Erde mit der Menschheit. Was sein ist, ist darum mein, sonst nichts. Und sein ist das Leid der ganzen Welt und deshalb auch mein. Ich werde durch die Welt gehen und ihn suchen in jedem Augenblick meines Lebens. Bräutigam, suchen, es sind die klassischen Bilder der Mystik, doch hier wiederum anders gewendet. Weil das Äußerste der Welt zugleich das Innerste Gottes ist, ist jeder Ort der privilegierte Ort der Vereinigung mit dem Bräutigam, mit diesem Gott, keinem anderen. Und dieser Gott ist gerade da, er selbst, wo alles von seinem Gegenteil zu sprechen scheint, im Leid, in der Sünde, ja, in der Hölle, wie es Chiara im weiteren Verlauf jenes selben Textes ausdrückt. Es sind keine leicht hingeworfenen Sätze, sondern konzentrierter Realismus. Ja, diese Welt ist so und wir wollen sie nicht schönreden. Aber es ist nicht das letzte Wort, denn es ist die von Gott geliebte, von Gott durchdrungene Welt. Die Nacht gehört zum Licht. Das war Chiara gerade auch in der Zeit der mystischen Intuitionen von 1949 deutlich. Anknüpfend an Johannes vom Kreuz, der von der Nacht der Sinne und des Geistes spricht, schreibt sie dort, dass auf ihrem Weg noch ein drittes dazukomme, die dunkle Nacht Gottes, das Auslöschen Gottes. Sie hat eine solche Nacht in einzelnen Phasen ihres Lebens selbst durchlebt, zuletzt noch in den Jahren vor ihrem Tod. Sie war mit ihrem Bräutigam eins geworden.